Ich bin jetzt beim Vorderteil. Bei Reihe 104 werde ich das Vorderteil jetzt teilen. Dazu müsste ich die eine Hälfte auf Kontrast nehmen, weil im Lochmuster kann man leider nicht eine Seite in Ruhe stellen. Ich mache den Schalter hier auf Halt am Schlitten. Also den Haltschalter hier am Schlitten auf Halt und gegenüber schiebe ich die Nadeln in Ruheposition bis zur Null. Und stricke jetzt diese eine Hälfte bei Reihe 104 auf Kontrast. Ich nehme jetzt diese eine Seite von der Maschine runter. So. Die zweite Hälfte werde ich jetzt weiter stricken, wieder den Haltschalter raus. Bis Reihe 104, also ich bin bei 104. Ich mache meinen Reihenzähler wieder. Bis 114 stricke ich noch glatt. Jetzt muss ich aber in der Mitte Maschen abnehmen. Und zwar 28 Maschen innerhalb von circa 60 Reihen. Das heißt für mich jede zweite Reihe eine Masche minus. Und ich mache das mit einem Dreierdecker. Nehme Dreierdecker und hänge die Masche um 1 weiter rein. 1, 2, 3. So. Jetzt geht es wieder los mit dem Lochmuster auf Start. Dabei müssen wir aufpassen, dass die Randreihmaschen, wenn möglich, keine Löcher haben. Also wenn die Nadel vorkommt, vielleicht sogar bei der vierten auch noch weg. Die schiebe ich einfach zurück. Nach 2 Reihen wieder abnehmen, wieder mit der Deckernadel, Nadeln bleiben hinten, bis 4 Maschen zurückschieben. Und so geht es weiter, bis wir hier bei Nadel 28 sind oder meine Reihenzahl 160, wo die Schulter anfängt, was immer zuerst kommt.